Ja, hallo zusammen. Wir haben es jetzt 8.48 Uhr. Wir sind jetzt gerade hier in Bamberg. Also praktisch jetzt hier. Hier steht der Flügel. Hier wird dann die Aufnahme gleich stattfinden. Jetzt müssen wir aber natürlich hier noch das ganze Equipment aufbauen für die Aufnahme. Wir haben schon ein bisschen was vorbereitet hier. Stative stehen schon hier. Jetzt kommt die Mikrofonierung. Okay, dafür muss erstmal ein Stativ, dann auf jeden Fall wieder hier hinter. Dann machen wir vielleicht da zuerst das Zoom drauf. Also normalerweise nehmen wir für den Flügel hier diese beiden Mikrofone hier. Die AKG C214 hier. Wir wollen jetzt mal heute ein alternatives Setup ausprobieren. So haben wir noch dieses Teil hier, das Zoom H6. Wir wollen jetzt mal heute probieren, wie das am Flügel klingt, wie diese Kapsel hier. Genau, also das haben wir dann hier so aufgeschraubt. Dann die Kapsel drauf. Genau, dann kann man das hier auch noch neigen. Na, hier ist die Gegenschraube. Genau, stellen wir dann gleich dahinter. Jetzt machen wir hier gleich mal noch den Strom hin. Können wir jetzt einfach hier so hinhängen. Das Teil hier einfach dann hier hinten platzieren. Ja, einfach so. Dann die zwei AKG-Mikrofone, jetzt heute hauptsächlich für die Geige. Dann nehmen wir einfach jetzt hier diese beiden Stative hier. So, dann kann man hier diese Spinne hier aufschrauben. Hier drauf. Nummer 1. Und dann hier die Nummer 2. Dann werden die Mikrofone hier einfach so eingehängt. Hier, einmal hier. Platzierung kommt dann gleich später noch. Jetzt können wir eigentlich gleich mal die Verkabelung vornehmen. So, dafür braucht man hier XLR-Kabel. Das hier sind XLR-Kabel. Und hier zwei Stück, weil dann im Prinzip die ganzen Audiodaten werden dann auf das Zoom aufgenommen. Da kann man eine SD-Karte einsetzen. Oh Gott, ist das schlimm. Okay, also hier am Zoom gibt es XLR-Eingänge. Insgesamt vier Stück. Und dann kann man das hier anschließen. Und die werden alle separiert aufgenommen auf SD-Karte. So, dann machen wir hier noch ein zweites Kabel. Passt was nicht? Dann war das was leer. Echt? Oh. Wie viel ist noch drauf? 20%. Oh, muss man schicken. Okay, dann hier der zweite Kanal. Die brauchen auch dann Phantomspeisung, aber das kriegen sie dann von dem Zoom. Okay, jetzt haben wir eigentlich den Ton soweit aufgebaut für heute, aber es fehlt natürlich noch das Video. Für die Videos nehmen wir insgesamt zwei iPhones und noch ein iPad. Das iPad hier ist ein iPad Pro, 11 Zoll. Dafür gibt es hier eine Halterung. Da kann man jetzt das hier einfach so aufschrauben. Das ist ein ganz normales Mikrofonstativ. Das ist hier von K&M, No Placement. Um hier praktisch dann den Flügel zu filmen. Dann bauen wir noch eine Kamera ein bisschen so von weiter oben auf. Dafür gibt es hier diese Halterungen, auch von K&M. Kann man hier so aufschieben. So. Dann kann man das iPhone dann hier einspannen. Aber das filmt ja gerade, deswegen kommt es dann später. Gut, auch hierfür dann, dass die iPhones lang genug Strom haben, haben wir noch eine zweite Powerbank hier. Dann kann man zwei weitere Quellen anschließen. Dann können wir hier schon mal hier die Kabel vorbereiten. Da haben wir zum einen hier dann das iPhone 10, was aber gerade filmt, und noch ein iPhone 6S. Mach einfach das mal hier rein. Dann kann das schon mal ein bisschen laden hier. Dann das iPad. Das kann man dann hier so einspannen. Und dafür haben wir dann folgende App. Nennt sich hier Record Studio. So, und da kann man dann hier die verschiedenen iPhone-Quellen zusammenführen. Wir haben dann auch noch für das iPad hier noch zur Sicherheit eine Stromquelle. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Stativ für das zweite iPhone. Allerdings haben wir kein weiteres Stativ mehr. Das heißt, oder wir machen das an eins von den anderen einfach noch mit hin. An eins von den Mikrofonstativen. Ja, müssen wir noch überlegen, dann, wie wir dann die genau auf die Geige ausrichten. Das können wir nachher noch vernünftig ausrichten. Okay, jetzt sind wir eigentlich dann soweit fertig. Für heute vier Audiospuren und dann noch drei Videospuren. Und jetzt geht's los mit der Session. Okay, läuft's? Läuft's? Ja, wir machen alle Wiederholungen, die da stehen, ja? Das ist Ding ein? Ja. Einfach keine Panik auf der Titanic. Okay,
Puh, jetzt haben wir endlich alles im Kasten. Heute haben wir jetzt zwei Stücke hier aufgenommen, und zwar das Rondo alla Turca und den türkischen Marsch. Okay, puh, ja, jetzt sind wir endlich fertig. Haben jetzt alles im Kasten. Heute haben wir jetzt hier zwei Stücke aufgenommen, und zwar den türkischen Marsch und den ungarischen Tanz. Ein Stück fehlt jetzt noch. Das machen wir dann morgen an einem besonderen Ort. Wollen wir auch nicht so viel verraten. Das kommt morgen dann. Jetzt heute dann noch alles abbauen hier, noch ein bisschen schneiden. Die Frau muss noch unterrichten heute. Und dann sehen wir uns morgen. Ciao. So, neuer Tag. Heute nehmen wir in Würzburg auf, aber jetzt nicht hier bei mir zu Hause, sondern an einem anderen Ort. Freue mich sehr drauf, da mal wieder dort zu sein, weil ich da doch mehrere Jahre meines Lebens verbracht habe. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen Büro machen, neue Schüleranfragen beantworten, mich dann noch ein bisschen einspielen, und dann sehen wir uns später bei der Froni dann gleich wieder. Ja, und ist die Froni ist auch schon da? Hallo. Okay. Also wir fahren jetzt zur Hochschule und da müssen wir alles ausladen, Parkplatz suchen und aufbauen und. Jetzt hast du schon verraten, praktisch, wo wir heute aufnehmen. Ach so, war Aber das gut, noch ein Geheimnis? ich hab's erstmal ein bisschen geheim gehalten, so. Ja, jetzt ist raus. Ja, ja gut. Okay. Aber ich weiß noch nicht, welche Hochschule. Hochschule kann ja vieles sein. Ja gut, eine Hochschule. Ja, okay, alles klar. Okay, dann fangen wir jetzt los. Also jetzt können wir es ja sagen, heute sind wir an der Hochschule für Musik Würzburg, unser Studienort sozusagen. Die Frau hat auch jetzt gerade eben hier erst graduiert. Wir haben jetzt auch schon eigentlich alles aufgebaut. Hier ein Mikrofon weiter weg mit einer Kameraperspektive. Dann kommt hier noch das iPhone 10 hier hin. Dann ein Mikrofon hier, dann noch eins hier. Das ist beides auf die Geige gerichtet. Dann die zwei hier dann für den Flügel als Stützmikrofone und dann hier noch das iPad. Sonst können wir kurz noch hier einmal außen rum gehen und diesen schönen Saal zeigen. Also normalerweise sind hier dann hochschulinterne Veranstaltungen. Okay, und aufnehmen. Schon wieder aus dem Gebäude draußen, alles aufgenommen, alles abgebaut. Jetzt gehen wir noch essen und dann ist Feierabend. Bis bald.